Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Trading Tipp und es ist wieder mal ein Investment Trading Tipp. Zuletzt haben wir in 83er und 84er Karten investiert. Falls ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut auf jeden Fall das Video an, welches ich euch eben in der Beschreibung verlinkt habe. Das findet ihr halt einfach auch auf meinem Channel. Und ja, Leute, falls ihr auch mehr im Bereich Trading wissen wollt, dann würde ich euch die Livestreams empfehlen. Dort traden wir mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel die Shadow-Methode, die Hunter-Methode, überteuert verkaufen, investieren. Es gibt so viele Sachen, mit denen man Gewinn machen kann und die möchte ich euch eben live im Stream näher bringen, denn da kann ich das Ganze auch einfach besser erklären. Und heute werden wir wieder investieren und zwar in eine bestimmte Special Card und da gehen wir jetzt auch direkt schon rein. Und zwar seht ihr auf der Kandidatenliste habe ich da so 4 Spieler und zwar sind das alles Team of the Group Stage Spieler, in die man im Moment gut investieren kann. Wie diese Methode funktioniert, werde ich auch mal in dem Stream erklären, beziehungsweise ja, demnächst einfach vielleicht auch mal in einem Video. Und ja, Leute, wieso werden diese Karten steigen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass wieder SBCs kommen werden, wo man diese Art von Special Card braucht. Allgemein ist es so, dass FIFA pro Jahr eigentlich immer eine SBC raushaut, wo eine bestimmte Special Card gebraucht wird. Zum Beispiel auch die Path to Glory Karten, die werden auch irgendwann nochmal irgendwo gebraucht, denn solche Karten, die werden einfach irgendwo dann bei den Bedingungen dabei sein, dass bei einer SBC zum Beispiel steht, okay, du brauchst eine Team of the Group Stage Karte oder eine Path of the Glory Karte. Sowas ist sehr, sehr wahrscheinlich und diese Karten kosten im Moment fast Abschlusspreis. Deswegen ist es da auf jeden Fall, denke ich mal, intelligent zu investieren. Das ist zum einen mal Rigoni, dann Kokorin, dann Tosun und dann Lorente. Die würde ich alle für unter 12.000 Münzen holen. Abstoßen könnt ihr die für ca. 10.000 Münzen, ein bisschen weniger. Aber da würdet ihr keinen großen Verlust machen, wenn die Spieler nicht steigen würden. Und da müsst ihr einfach nur Geduld haben. Die würde ich einfach im Verein bunkern. Einfach nicht viel nachdenken. Einfach kaufen und im Verein bunkern. Und wenn ihr dann seht, okay, es ist eine Team of the Group Stage SBC da. Oder es ist eine SBC da, wo man so eine Karte braucht. Dann müsst ihr eure Karten einfach wieder verkaufen. So, und wir holen uns die ganzen Karten jetzt mal. Also Rigoni, Kokorin, Tosun und Lorente. Ich hoffe mal, ich merke mir das Ganze so. Also wir gehen hier rauf. Dann geben wir einfach mal die Spielernamen ein. Wie gesagt, unter 12.000 Münzen würde ich euch empfehlen. Es ist an sich ein sicheres Investment, weil man die halt für 10.000 Münzen eben abstoßen kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt von jeder Karte, von jedem Spieler eine kaufen und dann eben aus welchem Grund auch immer diese Spieler doch nicht steigen oder sie gleich bleiben, dann könnte man sie im Notfall, im allerärgsten Notfall abstoßen und wir würden nur 10.000 Münzen Verlust machen. Also nicht wirklich viel. Perfekt. Perfekt. 10.500 Münzen Rigoni. I'll take that. Perfekt. 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 Ja, für 10.000 Münzen kann man die tatsächlich wirklich abstoßen. Was machen wir? Wir packen den in den Verein und weiter machen wir dann auch nichts. So, also richtig, richtig gut. Direkt mal hier einen schönen Snipe hingelegt. Der war aber auch wirklich 15 Sekunden schon auf dem Markt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt wirklich noch bekommen. So, der zweite Spieler ist dann ein Kokorin. Der kostet im Moment ja 11.500. Vertrag ist komplett egal, braucht ihr nicht. Es geht einfach nur darum, dass es dieser Kartentyp ist und dass es dieses Rating hat. Denn 82er Rating ist, denke ich mal, in Ordnung. Ihr könnt auch zum Beispiel in Rodriguez investieren. Das ist ein 86er. Kostet aber allerdings 40.000 Münzen und das würde ich euch nicht empfehlen. Ich zeige euch den ganzen mal. Rodriguez, und zwar den Ricardo Rodriguez Special Card, kostet so circa 40.000, ja, kostet sogar schon ein bisschen mehr. Ein bisschen über 40.000 Münzen kostet der. Ist halt ein 86er, ist auch eine Team of the Group Stage Karte. Würde ich euch aber nicht empfehlen, diese Karte zu holen. So, die zwei Spieler, die wir uns jetzt noch holen, ist einmal Lorente und dann noch Tosun. Also da, Lorente, schauen wir mal rein. Vielleicht bekommen wir den auch ein bisschen günstiger. Bis jetzt haben wir die Karten eigentlich alle sehr, sehr günstig bekommen im Verhältnis. Da warte ich nochmal kurz und schaue gleich nochmal rein. Vielleicht kommt da einer dann für unter 12.000 Münzen rein. Und dann holen wir uns währenddessen mal Tosun. Der ist auch, ja, kann man mitnehmen. 11.750 ist vollkommen in Ordnung für so eine Karte. Den speichern wir im Verein. Und falls ihr allgemein noch Fragen habt zu diesem Trading-Tipp, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare oder fragt einfach beim nächsten Trading-Livestream. So, Diego Lorente ist nicht wirklich günstiger reingekommen, aber da schaue ich einfach mal und warte, bis ich da einen günstigen bekomme.
Ja, da ist einer reingekommen für 11.000 Münzen. Also ihr seht schon, das ging jetzt ziemlich schnell. Habe ich einfach mal gesniped, beziehungsweise der wäre wahrscheinlich eh 10 Sekunden wieder auf dem Markt gewesen, weil auf so eine Karte einfach niemand achtet. Und ja, für 11.000 Münzen haben wir den jetzt auch bekommen. Und somit ist das ganze Investment jetzt auch schon abgeschlossen. Wir gehen nochmal kurz in den Verein rein und schauen uns an, ja, was da genau jetzt passiert ist, welche Karten wir uns jetzt genau geholt haben. Und zwar haben wir uns Lorente geholt für 11.000 Münzen. Dann haben wir uns Kokorin geholt für 11.500 Münzen. Tosun für 11.750 und der günstigste war Rigoni für 10.500 Münzen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch in ein paar Informs investiert, die einfach nicht wirklich teuer waren. Okay, Sorrentino habe ich in einem Pack gezogen, aber Denk Donker zum Beispiel für 12k, Braithwaite für 12k, ein bisschen über 12k, Snodgrass für 10,75. Also das sind auch Investments, die ihr noch tätigen könnt. Und eben, wie gesagt, diese Fitnessmethode, die ich da jetzt begonnen habe, die werde ich in einem Livestream mal genauer erklären. Grundsätzlich geht es darum, dass ihr diese Karten unter der Woche günstig erbietet und am Wochenende einfach ein bisschen überteuert kauft, denn ich mache das meistens so, wenn ich mir Fitnesskarten kaufe während der Weekend League, bin ich viel zu faul. Dann kommt hier die Meldung, yo, wenn ich zum Beispiel da dann drauf gehe, dann will ich eben Team Fitness anwenden. Wenn wir da drauf gehen, Team Training Objekt anwenden. Genau, dann habe ich da keine Fitness. Was mache ich während der Weekend League? Bin ich viel zu faul, auf den Transfermarkt zu gehen. Will einfach nur ins nächste Game, drückt dann da auf okay und dann hole ich mir da für 1000 Münzen oder so eine. Da schaue ich dann immer so ein bisschen durch. Jetzt unter der Woche sind sie günstiger, am Wochenende sind da die günstigsten immer bei 1000 Münzen und die gehen dann auch ziemlich schnell weg. Das heißt, ich muss dann meistens eine für 1100 Münzen kaufen. Und wenn ihr die eben jetzt für 650 Münzen erbietet und dann eben für 1100 Münzen am Wochenende verkauft, dann macht ihr einen richtig, richtig schönen Gewinn von über 400 Münzen pro Karte. Ja Leute, das war es auch schon wieder mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls ihr euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr allgemein wieder mehr Trading auf meinem Kanal sehen wollt, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise, ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das eben sehen wollt. Fragen zum Trading auch gerne in die Kommentare, beziehungsweise dann einfach in den Livestreams stellen. Ich werde wirklich Trading-Streams machen. Demnächst habe ich richtig Bock drauf. Ich bin wieder gehypt. Ich bin wieder auf diesem Trading-Hype, auf diesem Trading-Trip, wenn man das so sagen kann. Und ja, Leute, dann bin ich auch schon wieder raus. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Dort könnt ihr mich auch unterstützen, bei MMOGA zum Beispiel. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.